Seid gegrüßt zu Runde Nummer 4 in unserem Diensten-Tasting. Das heißt also, wir haben verschiedene Abfüllungen der Dienstenbrennerei aus den südlichen Highlands und gucken uns die mal so Stück für Stück an. Insgesamt wird es 6 Teile geben. Das ist jetzt so die Standard-Range, die haben wir dann eigentlich fast durch, denn heute kommt der 18-Jährige, ein 18-jähriger Whisky, das ist erstmal was Feines. Vorab, ich mache keine Werbung, sondern sage ausschließlich meine Meinung und mein Zeug, das kaufe ich mir immer selbst. Ja, und bevor ich erstmal hier groß rum erzähle, da werde ich erstmal hier den Whisky einschenken, damit er sich ein bisschen im Glas schon mal akklimatisieren kann. Dann erzähle ich ein bisschen was zum Whisky, gar nicht so viel. Zur Brennerei habe ich eigentlich ja schon genug gesagt. Da werde ich also hier keine großen Worte mehr verschenken. Und ansonsten kommen wir hier relativ bald auf das Wesentliche zu sprechen. Vorab sollte ich noch eine Sache sagen. Ihr seht, ich habe daneben stehen den 12-Jährigen. Ja, warum wohl? Der 12-Jährige war Nummer 2 in unserer Tasting-Reihe. Wir hatten angefangen mit dem Virgin Oak, das ist so der No-Age-Statement-Whisky, also der ohne Altersangabe, wenn man so möchte, die preiswerteste Einstiegsflasche für diese Range. Und dann haben wir den 12-Jährigen uns angeschaut. Dann letztes Mal war ein, wie ich finde, ganz besonderer und wirklich interessanter Whisky mit einem Finish auch eben in Rotweinfässern. Und deswegen springt er so ein bisschen raus. Und jetzt aber der 12-Jährige und der 18-Jährige, die müssten jedenfalls, wenn man die Fässer sich mal anschaut, in der die also gereift sind, diese Whiskys, müsste das durchaus eben auch eine gewisse Verwandtschaft sein. Das heißt, streng genommen könnte man sagen, ich erwarte bei dem 18-Jährigen eine logische Steigerung des 12-Jährigen. Die äußeren Werte, die sind bei Diensten oder bei, also zumindest bei den Standards von Diensten sind die erstmal alle gleich. Wir haben also 46,3 Volumenprozente Alkohol. Das liegt an einer Konzernentscheidung, dass diese Whiskys eben alle diese Volumenprozentzahl haben. Das hat jetzt nichts unbedingt mit einem bestimmten Geschmack oder mit einer individuellen Entscheidung auch der Destille zu tun. Dann haben wir eben die Angaben nicht gefärbt, also die natürliche Farbe, die wir dann auch hier im Glas dann gleich bewundern dürfen. Und wir haben einen nicht kühl gefilterten Whisky. Das Image, das eben Diensten hier auch sehr stark anstrebt, verfolgt, ist eben sehr naturbelassen, sehr natürlich aus der direkten Region von den eigenen Farmbetrieben und so weiter und so fort. Also wenn man so möchte, ist das eben doch mindestens ziemlich nah an einem Bio-Whisky. So schaut es erstmal aus. Und deswegen haben wir eben auch genau wie beim 12-Jährigen eben dieselben Eckwerte und auch eben durchaus vergleichbare Fässer. Dieser Whisky ist gereift in, hier steht glaube ich nur in Ex-Bourbon Casks, aber hier steht dann auch nochmal, er sei gereift in First Fill Bourbon Cask. So, und das kann man sich so gar nicht vorstellen, dass das irgendwie eine Vollreifung nur in First Fill Bourbon Cask sein soll. Bei der alten Abfüllung, da sah die Flasche noch ein bisschen anders aus und auch das Etikett. Statt der Tube war das da so ein Kartönchen in Braun gehalten. Da stand das auch nicht groß anders drauf. Aber aus dieser Zeit weiß ich jedenfalls, diese Abfüllung, die war wohl hauptsächlich gereift erstmal in Hogsheads. So, das heißt also, diese First Fill Bourbon Cask waren entweder ja nur ein kleiner Anteil und es ist dann eben ein Wetting. Oder es war eben so, dass man gesagt hat, die haben wir erstmal lange reifen lassen in irgendwelchen älteren Hogsheads
Und dann bekam die praktisch noch mal ein First Fill Bourbon Finish. Unter euch sind viele Whisky-Experten und da kann mir vielleicht der ein oder andere das erklären oder mal in die Kommentare das so schreiben, um das noch so aufzulösen. Hier steht jedenfalls nur aged in First Fill Bourbon Casks. So, ja, was anderes steht hier nicht. Nein. So. Ja, und ob das eben dann so stimmt, weiß ich nicht. Also, vielleicht bin ich da ein bisschen naiv, aber wenn ich jetzt mir überlege, einen Whisky, der 18 Jahre lang in First Fill Bourbon Casks gereift wäre, müsste der nicht viel dunkler sein? Das ist ein schöner Goldton, da gibt es keine Frage. Aber müsste der nicht viel dunkler sein? Müsste der nicht viel mehr Farbe auch aus dem Fass sozusagen herausgeholt haben? Also da bin ich eben irgendwie ein bisschen unsicher. Ich glaube erstmal, dass das wahrscheinlich, dass nur das Design geändert worden ist an dieser Flasche. Die Verpackung wurde geändert, der Inhalt ist aber gleich geblieben. Das haben wir ja sehr häufig. Also Neuauflagen oder neues Design von irgendwelchen Brennereien. Aber dass der Inhalt eben gleich geblieben ist und deswegen hätten wir dann also eine Reifung in Hogsheads plus dann irgendwie einen Anteil oder ein Finish, ich glaube eher einen Anteil, in First Fill Bourbon Fässern gereift. So. Und ja, der 12-Jährige, den fand ich doch durchaus einen wirklich sehr leckeren Malt. Der hat mir durchaus gefallen. Der ist jetzt man kriegt ihn wahrscheinlich auch irgendwie unter 40 Euro. Ich hatte etwas über 40 Euro bezahlt bei dem 12-Jährigen. Der 18-Jährige, den habe ich gekauft für etwas unter 90 Euro. Wahrscheinlich bekommt man den auch ein bisschen preiswerter, aber die grundsätzliche Frage ist doch, wenn der 18-Jährige doppelt so teuer ist wie der 12-Jährige, ist er auch doppelt so gut? Das werden wir uns ein bisschen genauer anschauen. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen, was ich jetzt im Vorfeld euch sagen wollte? Ich glaube nicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der Verriechung. Überlege gerade, welchen 18-jährigen Bourbon-Fass gereiften Whisky ich zuletzt im Glas hatte. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den Glen Grant, 18 Jahre, der war ziemlich teuer, der hatte irgendwie sich über 100 Euro gekostet, 120 fast. Aber den fand ich ziemlich gut. Nicht besonders komplex, das werden die auch bei dieser Fassreifung wahrscheinlich nicht hergeben, aber ganz gut. So, der hatte, glaube, 43 Volumenprozente Alkohol. Der hat jetzt hier 46. Merke ich auch. Also wenn man eine leichte Kühlung der Nase, ein bisschen den Alkohol riecht man. Es ist jetzt nicht so unangenehm, dass der irgendwie sticht, aber ein bisschen nehme ich den wahr. Und das finde ich schon erstaunlich. Bei einem 18-Jährigen hat man das nicht so oft. Jetzt habe ich nicht mehr genau im Kopf, was ich alles gerochen habe beim 12-Jährigen. Aber möglicherweise ist das ziemlich ähnlich.
Ich weiß noch, dass meine Überlegung war, ja, ich müsste ja eigentlich Vanille riechen durch diese Bourbonfassreifung. Ist das ja durchaus naheliegend. Aber es war Honig, wie in allen anderen Dienstens. Und das ist hier auch der Fall. Was das für ein Honig ist, das vermag ich nicht zu sagen. Ich würde eher wieder so ein bisschen in diese Richtung gehen, dass das so ein ja, Kräutertouch ist. Kann aber auch sein, dass hier der Honig eben mit anderen Gewürzen sozusagen hier Gewürznoten in der Nase kombiniert ist. Es ist auch eine Fruchtnote da, ist eine gewisse Zitrusnote ist da, die ich im Moment nicht klar identifizieren kann. Ich meine mich zu erinnern, dass ich da bei einem 12-Jährigen eine Grapefruit oder sowas gespürt habe. Eine Zitrone ist es definitiv nicht. Das würde ich schon sagen. Mit anderen Fruchtnoten tue ich mich hier etwas schwer. Wenn Früchte, dann sind das eben helle Früchte, die ich aber nicht klar benennen kann. Was ich aber ziemlich deutlich habe, und ich glaube, das hatte ich bei dem 12-Jährigen auch, ist Heu. Beim 12-Jährigen hatte ich eher so den Eindruck, ja, das ist so ziemlich noch eher frisch abgemäht. Hier liegt das schon eine Weile. Aber das ist für mich, ist das Heu. Er riecht jetzt nicht irgendwie unangenehm oder so, auf gar keinen Fall, aber es ist auch ein deutlich vernehmbares Aroma, aber es ist jetzt kein Aroma, das mich total von den Socken haut. Jetzt ist es so, dass mein Herz sowieso ein bisschen näher liegt bei den Sherryfassreifungen und so. Das ist so ein bisschen das, was mir doch sehr behagt. Aber ab und zu so eine schöne Bourbonfassreifung. Ich mag auch die Kombination Bourbon und Sherry. Beispielsweise bei so einem Highland Park. Und wenn da noch ein bisschen Rauch dazu kommt, dann bin ich schon fast auf Wolke 7. Das ist jetzt hier. Haben wir keinen Rauch. Bei dem 12-Jährigen bildete ich mir ja ein, auch sowas wie ein Hauch Sherry-Aroma zu spüren. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob es in der Nase war oder ob ich das im Geschmack hatte. Da habe ich natürlich immer noch nicht nachrecherchiert, das tut mir wahnsinnig leid. Aber es gibt ja diverse auch Standard-Malts. Ich erinnere mich da so ein paar Abfüllungen so aus dieser Reihe auch der Classic Malts of Scotland, wo man da also sagt, ja, da haben wir so eine gewisse Basis an Ex-Bourbon-Fassreifung und dann eben doch zusätzlich noch so ein bisschen Sherryfassanteil, der dann variiert. Und in diese Richtung erinnerte sich so mein Aromenhirn, ja, irgendwie. Aber hier nicht. Hier spüre ich nun tatsächlich keine Imagination von Sherryfass-Einfluss. Eine gewisse Würze nimmt man auch wahr. Was das für ein Gewürz ist, das vermag ich nicht zu sagen. Keine Frucht. Also zumindest nicht für mich klar zu benennen. Heu.
nicht. Gewisse Zitrusfrische ist da. Diese gewisse Schärfe. Also Schärfe ist jetzt viel zu übertrieben. Aber so ein Prickeln in der Nase, da überlege ich eben, ist das rein vom Alkohol oder ist das eben auch diese gewisse Ingwer-Schärfe, die wir Schärfe, wie gesagt, in Anführungszeichen, diesen Ingwer-Touch, der auch den Zwölfjährigen ausgemacht hat. Und wenn ich mich richtig jetzt erinnere, ich habe da im Nachhinein doch diese Tasting Notes gelesen, da war dann irgendwie Gingerbread, also ich kenne das als Ingwerkekse, ja, Kekse, die eben so diese kleinen Ingwerstückchen oder das ist so wie Orangeat, ja, aber Ingwer ist das irgendwie gemacht, enthalten und das ist schon durchaus in der Nähe so. Ach so, ja, und was doch deutlich ist, also es ist wirklich ein süßer Whisky, das merkt man ja, diese Honignote. Und es ist sehr deutliche Malzigkeit. Also, das ist ein Malt. Ja. Ja, das ist ziemlich klar. So, und ich weiß jetzt nicht, ob ich es eben gesagt habe. Er wirkt auf mich erstmal nicht wie ein 18-Jähriger. Blind Tasting und man würde sagen, hier, er ist ein 12-Jähriger. Käme ich vielleicht auch mit klar mit dieser Information. Von daher vielleicht, also dieses Gesetzte, dieses Schwerere, das, was man auch so kennt, wenn es so Tabaknoten sind oder auch eine gewisse Ledrigkeit, eine gewisse Muffigkeit, vielleicht ansatzweise, ja, aber so würde ich zum Beispiel und so eine gewisse, ja, das sind so Dinge, wo ich dann sagen würde, daran erkenne ich eben beispielsweise den Unterschied zwischen 12 und 18 Jahren bei einer doch vergleichbaren Fassreifung. Aber unter euch ist viel Whisky-Kompetenz versammelt. Da könnt ihr mir noch gerne weitere Hinweise in die Kommentare schreiben. Denn mein eigentliches Motiv, zumindest ein Motiv der gemeinsamen Verkostung hier, die wir hier so durchführen, ist ja natürlich zu lernen. Ja? Und mein begrenzten Whisky-Horizont da mal ein wenig zu erweitern. Da meine ich nicht ironisch. So, ich kann daran rumschnüffeln, wie ich möchte. Viel mehr nehme ich nicht wahr. Und damit ich mich jetzt nicht wiederhole, auf euer Wohl. Als ich diesen Whisky hier sehe, der ist ja bereits angenommen, den habe ich schon mit ein paar Freunden schon mal anverkostet, ja, also ganz wenig, ein Schlückchen vielleicht. Da hatte der mich damals nicht begeistert, aber das habe ich oft so. Das ist oft der Fall, dass gerade so das erste Probieren mich dann nicht unbedingt direkt gefangen nimmt von so einem Whisky. Das hat überhaupt nichts zu sagen, bei mir auf gar keinen Fall. Bei dem 10-jährigen mit dem Bourbon Cask Finish, nee Quatsch, Entschuldigung, mit dem Bordeaux Red Wine Cask Finish, den wir also beim letzten Mal hatten, da war das auch so. Da hatte nämlich auch nicht total begeistert und jetzt bei der Verkostung hier für so ein Video fand ich den schon viel, viel besser.
Deswegen wäre hier die Möglichkeit auch da, aber bis jetzt hält sich meine Begeisterung in Grenzen. Wenn man also den Whisky im Mund hat, dann spüre ich auf der Zunge ein Prickeln. Es ist durchaus so auch, dass das Speichelfluss auch einsetzt, aber vor allen Dingen ein doch ziemlich scharfes, pfeffriges Prickeln auch auf der Zunge. Also, wenn man ihn im Mund hat, dann finde ich, also an Fruchtigkeit ist dann für mich gar nichts mehr, überhaupt nichts, keine Ahnung, nicht mal irgendwelche Ansätze. Eine Honigsüße bleibt noch, aber dieses erstmal so scheinbar cremig, ölig reinkommen in den Mund, das schlägt dann eigentlich sofort um und ich spüre vor allen Dingen zwei Dinge: Würze und Holz. Und zwar eben einmal also die Fasswürze, das ist klar, aber eben auch noch eine andere Würze und da würde ich in diese Richtung gehen: Pfeffrigkeit. Ja? Und das ist ziemlich kräftig. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt dann der Alkohol ist, sondern das ist eben wirklich eine Pfeffrigkeit, eine Würzigkeit, die ist schon ziemlich stark. Und wenn ich das so sage, dann bin ich mir nicht sicher, ob ich das so angenehm finde. Es ist auch nicht so, dass ich sage, was ist das? Ne? Um Gottes Willen. Wir sprechen hier von 46 Volumenprozente und nicht irgendwie 56, ja. Alles ist alles schon zu machen. Aber es bleibt geschmacklich. Es klingt jetzt vielleicht wie irgendwie, ja, wie soll ich das jetzt nett sagen? Er ist unterkomplex. Vor allen Dingen, wenn ich das mit einem 18-Jährigen vergleiche. Wohlgemerkt, der 18-jährige Glen Grant Bourbon-Fassreifung. Auch eher so wahrscheinlich eher so Hogsheads, keine First Fill Bourbon-Fässer. So ein ganz sanftes Teil irgendwo. Der war ja jetzt auch nicht komplex. Aber der ist es auch nicht. Ich mag einfach komplexe Whiskys und wenn ich einen 18-jährigen Whisky trinke, dann erhoffe ich mir auch so ein bisschen Komplexität. Es muss nicht in totalem Rätselraten ausarten, aber tja, Begeisterung ist was anderes. Kein schlechter Whisky, aber er haut mich nicht vom Hocker. Ich befürchte, dass die Whisky-Nerds unter euch, dass die jetzt Herzklabaster bekommen und sagen: Schaut euch an, diesen Neandertaler. Der weiß guten Stoff nicht zu schätzen. In der Nase hatte ich Heu, da hatte ich den Honig und ordentliche Süße, eine gewisse Zitrusnote vielleicht auch noch. Dann auch vielleicht eben diesen Ginger-Geruch schon. Und das könnte eben auch sein, dass das eine Ginger-Schärfe ist, die eben auch im Mund dann ist, dazu kommt aber eben noch ein anderes starkes Gewürz, auf jeden Fall so in Richtung Pfeffer geht das dann auch. Ein Prickeln auf der Zunge, auch beim zweiten Schluck jetzt. Und überwiegend Würze, eine Fasswürze bleibt auch hier im Mundraum, das ist auf jeden Fall spürbar. Der Abgang, den würde ich bezeichnen als mittellang, aber nicht lang. Mittellang. Es bleibt eben so ein gewisses Grundempfinden im Mund. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde: Boah, der ist aber toll. Die 90, knapp 90 €, die sind aber echt super angelegt. Nee, das würde ich so nicht sagen.
Ich muss mal ganz kurz einen Blick auf diese Flasche werfen, ob ich irgendetwas übersehen habe, was ich euch vielleicht noch hätte mitteilen müssen. Nö, das hatte ich euch eigentlich weitgehend alles irgendwie gesagt. Dann schaue ich noch mal, ob es hier irgendwie... Jetzt kann das besser sehen. Ob ich hier jetzt etwas finde an Tasting Notes, die ja, ich glaube, beim letzten oder vorletzten Mal kamen die mir durchaus realistisch vor. Vielleicht finde ich ja jetzt etwas, das mir irgendwie zeigt, das Wichtigste habe ich alles irgendwie gar nicht wahrgenommen. Und vielleicht sehe ich den dann durch eine andere Brille. Also, die Nase, aromatisch, floral, nö, habe ich jetzt nicht so wahrgenommen. Grassy and malty, ja, das hatte ich. Also, wenn grassy jetzt so Wiese ist, Gras, ja, ich hatte Heu, dann würde ich sagen, damit komme ich klar. Malty, ja, habe ich ja gesagt, die Malzigkeit ist dann da. Balanced with notes of American oak, einverstanden. Honey, ja, einverstanden. Tobacco and nutmeg. Nutmeg ist Muskatnuss. Muskat hatte ich jetzt, also ein Gewürz war für mich spürbar, das hatte ich auch, glaube ich, gesagt, aber Muskatnuss hätte ich jetzt nicht identifizieren können. Und Tabak, ich weiß nicht, also Tabak habe ich nicht wahrnehmen können. Das war die Nase, jetzt kommen wir zum Geschmack. Sweetness of Gingerbread, da ist es wieder. Ja, damit kommt, das kann ich nachvollziehen. Also dieses Gingerbread wie beim 12-Jährigen, das ist eben auch dann da. Vanilla hatte ich nicht so stark. Barley Sugar, Gerstenzucker, ja, das ist einverstanden, ist auch wieder dieses Malzige. With spicy white pepper, weißer Pfeffer, komme ich klar mit, habt ihr gesagt, eine Pfeffrigkeit ist da. Wenn es dann weißer Pfeffer ist, einverstanden. Schwarzer Pfeffer hätte vielleicht auch noch ein bisschen mehr Wumms gehabt. Wir sind immer noch beim Geschmack. Manuka Honey and Citrus. Also Zitrusnote, klar. Honig auch. Manuka Honey. Das kenne ich. Manuka Honig. Das ist Honig aus Neuseeland. Südsee, wie heißt die Pflanze, hat wunderschöne Blüten, Südseemyrte, daher kommt Manuka-Honig, ist glaube ich auch ziemlich teuer, den habe ich irgendwann mal genießen dürfen, kann mich natürlich überhaupt nicht mehr daran erinnern, wie der schmeckt, wahrscheinlich irgendwie lieblich, kann ich nichts zu sagen, also das soll wie Manuka-Honig schmecken. Kauft euch also jetzt im nächsten Supermarkt, ich weiß nicht, da wird man es vielleicht gar nicht kriegen, im nächsten Feinkostladen kauft euch mal Manuka-Honig und dann könnt ihr mal schmecken. Naja, gut. So, und das Finish, also der Abgang. Dry Spice. Ja, einverstanden. Trockenheit hätte ich noch ergänzen können. Ein trockenes Gefühl, das man hat. Trotzdem kommt kein Sherry-Feeling auf, aber so eine Trockenheit, die würde ich sagen, ja, das ist auf jeden Fall. Spice, also Gewürz, einverstanden. And honeyed ginger warmth. Also Honig, Ginger, wärmend irgendwie, ja. Eine Wärme bleibt dann zurück. Ja klar, bleibt eine Wärme zurück. Bei dem Alkohol völlig klar. Ja. Ich habe da mal was vorbereitet. Das ist nochmal der 12-Jährige. Denn ich will doch jetzt für mich die Frage klären. Der 12-Jährige, den fand ich toll. Also nicht so, dass ich sagen würde, der beste 12-Jährige, den ich je getrunken habe, aber durchaus so, dass ich sagen würde, doch, den würde ich mir vielleicht doch nochmal in die Bar stellen. Der 18-Jährige, den fand ich jetzt nicht ganz so berauschend. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich an einen 18-jährigen Whisky, der fast 90 Euro kostet, noch
viel höhere Erwartungen habe als an diesen 12-Jährigen hier. Und von daher will ich jetzt doch noch mal einfach mal so hinterher, ohne den Mund auszuspülen, doch noch mal hier einen Schluck von diesem 12-Jährigen probieren. Deswegen hatte ich den natürlich auch daneben stehen, um doch noch mal zu gucken, wie schaut es aus mit dem 12-Jährigen? Ist es nicht doch so, dass der mir sogar vielleicht besser schmeckt? Das dürfte ja eigentlich gar nicht sein. Also besser schmecken, das dürfte ja gar nicht sein. Ich nehme mal hier die beiden Dosen, tue ich mal hier auf Seite. Die brauchen wir jetzt erstmal hier nicht. Wir gucken uns nochmal die beiden Pullen an. So, und dann werde ich nochmal den 12-Jährigen jetzt hier nur ganz kurz und ganz oberflächlich verkosten, um dann nochmal zu schauen. Jetzt mal abgesehen vom Preis-Leistungs-Verhältnis, sagt er mir vielleicht sogar mehr zu. Wir erinnern uns, der 18-Jährige, da wird nur gesagt, aged in first fill ex-Bourbon Fass. Und der 12-Jährige, da wurde nur gesagt, aged in Bourbon, also in Ex-Bourbon-Fässern, gereift in Ex-Bourbon-Fässern. Hier, wie gesagt, bei dem 18-Jährigen meine ich, dass es sich dabei erstmal hauptsächlich um Hogsheads handelt und dann irgendwie noch ein gewisser Anteil First-Fill-Bourbon-Fass. Und bei dem 12-Jährigen, ja, da hatte ich gedacht, das kann doch gar nicht sein, da muss doch. Ich sag das wieder, da wuchs doch ein Hauch. Und wenn es nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz ist, aber irgendwas muss doch da. So, und die Experten, die mögen mich jetzt kreuzigen und sagen, schau mal an, hier dieser Kulturbolschewist, ja, der hat ja überhaupt keine Ahnung. Der weiß einen guten Tropfen nicht zu würdigen, aber in der Nase gewinnt für mich der 12-Jährige, er ist etwas weniger aggressiv, aber auf mich wirkt er etwas harmonischer. Ohne jetzt nochmal die Noten alle auseinander zu dröseln, das habe ich auch beim letzten Mal gemacht. Und deswegen fasse ich mich kurz auf euch. Und ja, das kann man machen, denn die haben nun wirklich bis auf die Kommazahl genau denselben, dieselbe Anzahl Volumenprozente Alkohol. Deswegen kann man jetzt auch durchaus nochmal den 12-Jährigen hinterher verkosten. Auch hier haben wir einen Antritt, der kräftig ist, genauso wie bei einem 18-Jährigen. Wir haben eben eine gewisse Alkoholanzahl. Wir haben eine gewisse Würzigkeit, die eben auch dann da ist. Wenn ich jetzt völlig unabhängig vom Preis mir einen dieser beiden Whiskys nicht kaufen, sondern schenken lassen würde, könnte, schenken lassen könnte, wie auch immer, dann würde ich den 12-Jährigen nehmen. Ja, für mich ist jetzt der 12-Jährige der etwas bessere, der etwas harmonischere, etwas angenehmere Whisky. Und ich traue mich das gar nicht zu sagen, weil das vielleicht die totale Inkompetenz ist, die ich jetzt hier irgendwie geschmacklich preisgebe. Aber ich will jetzt nicht sagen, der 12-Jährige ist komplexer. Das ist auch kein wahnsinnig komplexer Whisky. Aber der 18-Jährige ist nicht komplexer als der 12-Jährige. Da kann ich nicht mehr Nuancen feststellen. Im Gegenteil, ich würde fast den 12-Jährigen
fast etwas komplexer nennen. Durch diese Unterstellung des Sheriffers Einflusses, der wahrscheinlich nicht da ist, der eingebildet ist, keine Ahnung, ist auch egal. Also wenn man mich jetzt fragt, wir haben jetzt die Standards erstmal, die groben Standards haben wir jetzt durch. Wir haben eben den ohne Altersangabe, dann haben wir den 12-Jährigen, dann haben wir den 10-Jährigen mit einem Bordeaux Red Wine Cask Finish und wir haben den 18-Jährigen. So. Und wenn man mich jetzt fragen würde, was stellst du dir in die Bar? Wahrscheinlich würde ich sagen, es ist der 10-Jährige mit dem Bordeaux Finish. Den fand ich einfach spannend. Dem würde ich mich gerne noch mal mehr beschäftigen. Aber wenn man jetzt, aber auf der anderen Seite, das ist auch ein 12-jähriger Standard, den ich zum Beispiel so als Bourbon-Fass-Variante durchaus gerne auch anbieten könnte. Das heißt, den könnte ich mir also auch vorstellen. Den Virgin Oak, der hat ein super Preis-Leistungs-Verhältnis, aber den brauche ich nicht unbedingt. Der war mir auch ein bisschen zu stark mit diesem Holzeinfluss, dieses Virgin Oak. Das brauche ich nicht unbedingt. Und der 18-Jährige fliegt raus. Ja, der fliegt raus, weil er mich überhaupt nicht überzeugt. Das muss ich ganz klar sagen. Schade, denn ich habe ihn gekauft und er war nicht ganz preiswert. Und er wird auch verbraucht werden, das ist gar keine Frage. Aber er hat nicht mein Herz gewonnen, überhaupt nicht. Der 12-Jährige hier durchaus. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, so öfter ich den 12-Jährigen verkoste, desto toller finde ich den. Aber das glaube ich von dem 18-Jährigen nicht. Vielleicht ist es die Erwartungshaltung, die einfach nicht eintrifft, ja, dass man eben sagt, ja, du hast einfach viel zu viel erwartet. Bei einem 18-Jährigen, der eben auch einfach doppelt so teuer ist wie der 12-Jährige, aber nein, ganz unabhängig davon, den brauche ich nicht. So, und nun kreuzigt mich. Nächstes Mal werden wir uns noch zwei weitere Dienstens anschauen. Beide allerdings sind von einem unabhängigen Abfüller, das heißt also nicht zur Standard-Range. Und beide, auch wenn sie eine unterschiedliche Fassreifung haben, sind in Fassstärke abgefüllt. Das sind also dann die beiden nächsten Dienstens, mit denen wir uns dann ein bisschen genauer beschäftigen werden. Ich kann nur sagen, bis dahin, bleibt gesund, macht's gut und denkt daran, der Whisky-Freund, das ist ein Genießer. Er säuft nicht. Macht's gut. Tschüss.